Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Ja, heute streame ich auch die Folge. Also wenn ihr die Folge seht auf YouTube, dann ist der Stream natürlich schon längst vorbei. Auf falls ihr Interesse habt, auf Twitch könnt ihr mich unter dem Namen BoggyLP finden, wie auch hier auf YouTube natürlich. Und ja, vielleicht werde ich mal in der Videobeschreibung mal meinen Link zum Streaming-Kanal auf Twitch reinpacken oder so. Ja, ich will mal ganz kurz was gucken, bevor wir anfangen. Ja, das ist alles in Ordnung. Nochmal kurz hier. So. So, jetzt. Ja, würde ich mal sagen, wir fangen jetzt an mit der Kawachi. Yeah. Es ist jetzt ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal World of Warships gespielt habe. Mann. Das ist so ungewohnt, auch zeitgleich auch noch zu streamen. Die ganzen Test-Streams habe ich ja alle mit Haging gemacht. Also mit dem Ziegen-LP. Ah, Gefecht starten. Da ist das gute Stück. Bei den Japanern das erste Schlachtschiff, was man sich freischalten kann. Was bedeutet nochmal das rote Symbol? Gefechtsstation! Ah ja. Da wollte ich auch noch mal was machen. Bisschen leiser machen. Moment, vielleicht doch noch mal hier so. Die Musik ist ja eigentlich so ganz gut. Noch mehr Schlachtschiffe? Ja, da ist noch ein Schlachtschiff. Und da ist noch ein Schlachtschiff, okay. Nein, ich würde gerne, dass der hintere Turm rechts ist. So. Ja, anfangs ist es immer sehr lahmarschig. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Was natürlich auch daran liegt, dass das Schiff natürlich, dass ein Schlachtschiff natürlich auch sehr Tretboot in Seenot. Ja, danke, Stefan. Eskasus hört hat gerade geschrieben, Tretboot in Seenot. Ja. Alle Mann Kiel holen. Ja, richtig. Also mal ein bisschen langsamer machen. Ich will ja nicht mit dem kollidieren, weil ich drehe nämlich jetzt ein bisschen bei. Nein! Die Reichweite reicht nicht. Oh, wo kommt der denn? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Den kommen
komme ich auch nicht ran. Mann. Da ist Stefan mein erster Zuschauer. Haha. Keine Ahnung, was du meinst, Stefan. Wobei, ich glaube doch schon. Weiter? Ja, ich kann noch weiter. Jawohl. Mist. Das war... Obwohl, doch! Oh, oh. Der Kreuz auf G5 wird gleich wieder von anderen BB aufgedeckt. Oh. Nein! Was macht denn der? Links von dir ist auch noch ein Schlachtschiff. Armin, ramm das nicht. Ja, danke! Zu spät! Boah, ist das knapp! Ist ja auch ein Schlachtschiff. Oh, verdammt. Was? Oh. Sehr schön. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen zu sehr mittendrin. Mit dem Feuern. Auf das Feuern konzentrieren. Ich bin viel zu... Oh, ich bin echt mittendrin. Sag mal! Ups. Ja, ne. Du solltest eine 180-Grad-Wende fahren. Wahlweise links oder rechts rum. Ja. Aber jetzt habe ich natürlich ein Schlachtschiff hinter mir. Ich glaube, ich werde den jetzt mal den da. Ah, Mist! Auf eine Insel zu. Hinten ist besser als breiter. Ja, das stimmt schon. Na, schon wieder. Zum Glück kann ich jetzt. Tiefer ziehen, noch tiefer. Aber dann feuer ich ja. Was? Schon wieder? Oh, das setzt mich ja dauernd in Brand.
Oh nein. Hinter mir kann ich jetzt nichts ausrichten. Da sind nur meine Türme zu lahm. Deswegen, ich will versuchen, auf, bei dem hier noch so schnell so viel Schaden wie möglich zu machen. Ach, ich kann er. Ups. Ja. Gut. War blöd, wie ich mein Schiff gesteuert habe. Mitten durch die Gegner durch. Hätte ein bisschen defensiver sein sollen. Ein Schlachtschiff hält zwar viel aus, aber ist natürlich auch immer ein Kugelmagnet. Ein paar Gameplay-Einstellungen ändern. Was könnte man denn da zum Beispiel ändern? Gameplay-Einstellung. Was? Ist ja Grafik. Ups. Was genau meinst du? Okay. Dann warten wir, bis wir im Hauptmenü sind. Natürlich gucken wir uns das Match wie immer zu Ende an. Kreuzer zündeln gerne. Ja, habe ich gemerkt. Aber so häufig bin ich ja noch nie in Brand geraten. Ich weiß auch gar nicht, was die beste Munition ist. Die erste oder die zweite? Ich weiß auch nicht. Ja, aber wenn ich... Ja gut, aber wenn ich die... Also, boah, ihr seht das nicht. Das ist blöd. Stefan schreibt gerade, deshalb nicht die volle Breitseite zeigen. Ich denke, er meint wegen dem Zündeln. Ja, schon. Aber wenn ich die volle Breitseite zeige, habe ich auch die volle Bewaffnung. Zumindest... Ja, ich muss ja nicht komplett 90 Grad... Wie man es hier bei dem sieht, der hintere Turm ist ja auch ordentlich nach vorne gerichtet. Ja, hier macht das zum Beispiel sehr gut. D-D-C-I-C-A-C-V. Sag mal, Stefan! Sein.
AP. Ich glaube, ich habe HE immer genommen. Also, Stefan schreibt, erste, also HE gegen alle weichen Ziele. Da hat er in Klammern DD, CA geschrieben. Keine Ahnung, was er da meint. Die zweite AP gegen alles, was richtig gepanzert ist. Ah, okay, das heißt, die AP-Munition müsste ich dann gegen Schlachtschiffe einsetzen. Weil die ja, stark gepanzert sind. Okay, hat sich jetzt so gedreht, dass er nur das Hex zeigt. DD, Zerstörer, also Damage-Dealer oder was. CA ist gleich Kreuzer. CV ist gleich Flugzeugträger. BB ist Schlachtschiff. Okay. Boah, das sieht so geil aus, wenn Schlachtschiffe schießen. Boah. Lass mal sehen. Na komm. Schieß. Zerstöre gleich Destroyer. Ja gut. Destroyer, DD. Ah. Die Kürze kommen von den englischen Schiffsklassen ab. Ja gut. Destroyer, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Bei MMOs heißen Damage-Dealer meistens, also werden die meistens DD abgekürzt. Deswegen habe ich dann Damage-Dealer erstmal gedacht. Eieieiei. Und da geht die Musik los. Ja, oder auch nicht. Japanische Kriegsmucke oder was? Oh, nee. Amerikanische Kriegsmucke. Hier, nee, Indianer-Kriegsmucke. Gott, das kriegt mein Haus. Wenigstens noch einen mit. Bam. Oh. Das fällt mir gerade ein, ich hab was vergessen. Irgendwie so eine Mischung aus so japanischer Mucke und Indianer Mucke. Das ist ganz komisch. Komm schon. Nein! Schade. Aber auch. Ich hab viel zu wenig geleistet. So, wie sieht es jetzt hier eigentlich punktemäßig aus? Oh Gott. Also das hier ist HE? Also, das sind ja die ersten. Die sind für
die kleinen Ziele. Die sind für die großen Ziele. Okay. Da ich mich mehr auf große Ziele konzentriere, statt auf die kleinen, warum auch immer, müsste ich also immer die zweite nehmen. Eins ist HE, hochexplosiv. Ja, steht ja auch da. Sprenggranaten explodieren bei Kontakt mit einer Oberfläche. Sie haben ein hohes Schadenspotenzial und können Brände verursachen oder Module unbrauchbar machen. Ja. So. Die Kawachi B könnten wir im Prinzip machen. Ja. Yeah. Das kostet aber. Oder was? Ah! Ernsthaft? Okay, danke Stefan. Ich habe nicht gewusst, dass man auch das mit Normalgeld bezahlen kann. Also normal Ingame-Geld. Toll. Mann. Okay, aktiv für 10 Minuten. Ladezeit. Das ist natürlich wichtig. Ladezeit. So. Kann man das auch ändern? Ja. Sehr schön. Das wusste ich nicht. Das ist sehr schön. Man bekommt sogar noch eine Ladung dann davon. Geil. Sehr interessant. Oh Gott, warum bin ich jetzt am Gehen? Okay. Die Kawachi B verliert 2 Sekundärgeschütze und bekommt dafür 2 Flakgeschütze. Hat mehr Trefferpunkte. Das ist gut. Erforschen für 2000. Ja. Ja. Tada. Automatisch. Ach so. Ah, okay. Ja, gut. Dafür ist mir eine Spielwährung, wenn ich verfüge. Oh. So. Einen Moment, Stefan. Ich kann nichts. So, Stefan sagt mir, ich soll jetzt in die Option gehen. Dann gehe ich mal in die Option. Steuerung, sagtest du? Waffengruppenkamera beim Zoom der Kamera, ja. Kamera automatisch zwischen den Hauptbatterie oder Fetten wechseln. Moment, ich. Bevor ich das jetzt vergesse, einmal ganz Mikrofon kurz activated. Das hier machen, weil nachher will nämlich auch noch Hähnchen wahrscheinlich kommen. Dann spielen wir mal mit dem was. So, und wieder zurück zum Spiel. So, und was soll ich jetzt hier machen, Stefan? Gewähltes Ziel verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Zoom-Limit-Anzeige. Mausempfindlichkeit finde ich in Ordnung. Fadenkreuz wählen. Geil. So, ausführliche Bänder. Wett. Was ist denn das? Ausführliche Bänder wären gut, dann wären dir die verteilte Schaden besser. Aha, okay. Dann wird das besser angezeigt. Okay. Und die Schadensanzeige. Du meinst, was kann ich mal? Skalieren mit beim Zoom. Was? Okay, mach ich erstmal auf Anwenden. Fadenkreuz. Dynamisch.
Die Skala der gemarschen Fahrzeug wird automatisch nach Verhältnis der Wirkung angepasst. Aha, okay. Schön. Änderung speichern. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.